Und ein herzliches Willkommen zurück zu dem weiteren Teil von Call of Cthulhu mit mir von Nya Gameplays als Hobby. Diesmal habe ich die Stoppuhr auch wieder direkt angemacht und wir gehen weiter in Richtung der Treppe, die ich noch untersuchen wollte. Zumindest untersuchen, wo die hingeht. Wenn wir da hinkommen, unbemerkt. Dazu müssten wir, glaube ich, hier entlang. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah ne, wir können auch von hier aus. Sind doch bestimmt alles so sehr beschäftigt. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Locked. Natürlich. Und ansonsten natürlich nichts hier. Okay. Völlig umsonst? Na gut. Wie viel Öl haben wir eigentlich noch? Ich hoffe noch genug. Weil hier unten können wir Öl auffüllen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt schon geht oder erst später, wenn die ganzen Kultisten hier weg sind. Ich will mal nichts riskieren. Ich gehe jetzt einfach nach hinten. Die Laterne auffüllen, das kann warten, denke ich mal noch. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich einfach zu denen gehe? So nach dem Motto, hey, was geht ab? Ich möchte gern mit euch über Gott reden. Ich habe hier diesen Erwachet mitgebracht und den Wachturm. Vielleicht kann Gott euch auch noch befreien. Ist es überhaupt sinnvoll, wenn ich hier hinten hingehe? So eine komische Sackgasse. Oh, das ist der innere Kreis wahrscheinlich. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! Was jetzt? It's been caving in. I need to get out of here. Wow, er kann ja mal weg. Das war mir so klar, dass der Kerl noch lebt. Ah! My leg! Wo denn? Ich sehe kein Bein. Achso. Ich kann mich bewegen.
Ist das ein Kultist? Ich krabbel hier auf dem Boden rum, kann aber trotzdem mal eine Laterne einfach mal so hochheben. Interessant, dass ich keine Panikattacke hatte eben gerade. Tja, die Kultistenparty ist wohl vorbei. Light! At last. Freu dich nicht zu früh. Da weiß. Hilfe! Kapitel 5. Riverside Institut. Hä? Pearson Officer Bradley folgt dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte, ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside-Institut gebracht, sein Zustand ist kritisch. Komische Sache. Wer hat mich denn jetzt gefunden in dieser geheimen Höhle? Ich meine, die Höhle ist ja eingestürzt. Die Höhle war von Kultisten. Aber irgendjemand hat mich jetzt gefunden, warum auch immer, und ins Riverside-Institut gebracht. Also da gibt es manchmal so Passagen, da denke ich mir, wie? Oder warum? Wahrscheinlich muss man dazu das Buch lesen. Es gibt ja ein Buch dazu, das ist ja... Ist ja die Sache, ich kenne es halt eben nicht, von daher kann ich so gesehen nicht zwischen den Zeilen lesen oder sagen, was da passiert ist. Keine Ahnung. Aber der Charles Hawkins hat es wohl geschafft. Er wurde zu Cthulhu oder so, nehme ich mal an. Oder zumindest als so ein Wächter von ihm. Ich glaube, das ist ein Irrenhaus. Oha, wie sieht denn meine Hand aus? Was soll denn der Mist? Ach, er ist es. Na toll, der arbeitet doch mit dem Kerl zusammen, ey. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Okay. What happened to me? Where am I? Oh my God. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Okay.
warten. This foul gas again. Okay. Ich habe kein Feuerzeug, nichts mehr dabei. Okay, wie es aussieht, können wir hier drin nur warten, hä? Aufs Klo können wir da jetzt auch noch nicht. Super, was passiert hier mit uns? Let me out! Okay, warten wir halt. Sind wir schon wieder hier? Oder träumen wir das jetzt schon wieder? Wir haben kein Feuerzeug oder sowas. Ich glaube, ich bin wackelig auf dem Bein. Auf dem Bein, die ich nicht habe. Die Tür ist verrammelt. Geht es also nicht entlang. Die Tür ist auch mit Brettern zu. Wir können also nur dort lang. Kopfkissen. They trapped and hunted me. Pursued me right into their dreams. Bitte was? They scrawled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Hat der mir das jetzt gerade gesagt? Aber es scheint wohl wieder mein Traum zu sein. Warum schauen die mich alle an? Versucht er sich irgendwie selbst zu erwürgen?
Das war der innere Schweinehund. Das Biest in mir. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Was wollen wir wissen? Einerseits wäre das hier natürlich sehr interessant, aber ich habe die Befürchtung, dass wir logischerweise nur eine Antwort, nur eine Frage stellen können. Natürlich wäre ganz wichtig natürlich zu verstehen, wie wir hier entkommen können. Ermittlungsexperte, das ist schon mal gut. Ich glaube, das machen wir einfach. I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me like that. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Okay. Sturmlaterne und Feuerzeuggegenstände erhalten. Haben wir wieder alles? Meine Güte, was ist denn hier los, ey? ja, 27. Oktober 1924, Riverside Institut. Ich sehe wieder vor mir, wie Bradley von diesem Mann ausgeweidet wird. War das wirklich Charles Hawkins? Meine Flucht, der Einsturz, unter den Fels eingesperrt zu sein. Hat sich jemand um mich gekümmert? Bradley lebt. Was ist das für ein Ort? Eine Art Anstalt? Sie brachte einen Mann aus einer Zelle und Bradley lebt. Eine Frau ist gekommen, mich zu befreien. Sie arbeitet hier als Ärztin. Sie meint, dass Bradley sie geschickt hat. Dass sie eine Ablenkung schaffen wird, damit ich von den Wächtern unbemerkt nach oben komme. Kann ich ihr vertrauen? Es klingt alles echt eigenartig. Eigenartig komisch. Verstand. Hier steht zwar Verstand nur stabil, aber jetzt haben wir hier noch was anderes. Versunkene Stadt. Das Ritual, das ist neu. In den Tunnel unter der Hawkins Villa erlebte Pierce die Officer wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweidet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schafften es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhafte Vision auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Keine Ahnung. Alter 41, Tätigkeit Reader, Charles Hawkins. Lebt? Trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem dieser ihn erkannte. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie einen Brandopfer in einer solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Alter 32, Ärztin. Mary Golden, Colden. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside-Institut. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotenen Aktivitäten verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigene Untersuchung vorantreiben könnte.
Alles klar. Wir sind bei 20 Minuten. Viel Information und so langsam wird es verstörend. Der Wahnsinn kehrt an. Ein, wie auch immer. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ob wir das schaffen, ob wir nicht, ob wir das nicht schaffen, ob wir erwischt werden. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann soweit ist. Und ja, hinterlasst noch einen Daumen oben und ein Abo hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder bei Call of Cthulhu mit mir von Nöhr Gameplays als Hobby. Bis dahin noch viel Spaß auch mit meinen anderen Let's Plays und viel Spaß. Ja, viel Spaß. Bis denn und auf Wiedersehen. Tschüss.